und habe jetzt das ganz besondere Vergnügen, Wolf Biermann anzukündigen. Als ich bei in der Luft meine Schlösser, soll sein, als mein Gott ist im Ganzen nicht tot. In Träumen wird mir leichter, in Träumen wird mir besser. In Träumen ist der Himmel mir blue wie blue. In Träumen wird mir leichter, in Träumen wird mir besser. In Träumen ist der Himmel mir bluer wie blue. Soll sein, dass ich will mein Ziel nicht erlangen. Soll sein, dass mein Schiff wird nicht kommen zum Jack. Es geht nicht, indem ich soll hoppen ergangen. Es geht nur zu gehen auf den sonnigen Weg. Es geht nicht, indem ich soll hoppen ergangen. Es geht nur zu gehen auf den sonnigen Weg. Mag sein, dass ich irre und dich nur verwirre. Mag sein, dass ich hoffe und bin längst verloren. Ich leb ja den Traum der Kommune noch immer. Dazu hat mich ja meine Mutter geboren. Ich leb ja den Traum der Kommune noch immer. Dazu hat mich ja meine Mutter geboren. Und ob es mir schwer wird und ob es mir leicht ist, ich geh unseren Weg, geh mit Sehnsucht und Zorn. Mag sein, dass ich einmal, wenn alles erreicht ist, erreicht habe nichts als ein Anfang von vorn. Mag sein, dass ich einmal, wenn alles erreicht ist, erreicht habe nichts als ein Anfang von vorn. Ich ging vor ein paar Tagen in die neue Ausstellung
unter den Linden ins Deutsche Historische Museum, um diesen deutsch-deutschen Liedermacher näher kennenzulernen, der mir fremd ist. Denn wer kennt sich schon selber? Und da entdeckte ich etwas Fantastisches. Da gibt es eine Kinderecke, so für die Kids. Und da liegen Buntstifte bereit und kleine Zettel mit einem Loch drin, die kann man so an die Wand pinnen. Und da sollen die Kinder aufschreiben und aufmalen, was für sie wichtig und schön und richtig ist und gut ist, wonach sie streben in ihrem Leben. Und da sah ich einen Zettel, ich habe es abfotografiert. Die hängen da alle an der Wand, kann man es so ein bisschen sehen, ja. Ein Zettel hat mich tief bewegt. Da ist die Palästina-Fahne gezeichnet mit dem roten Dreieck, schwarz, grün, weiß. Und darunter steht Free Palestine Wolf. Ich möchte gern dieses Kind persönlich kennenlernen und mit ihm reden und sagen, du hast das wunderbar gemacht. Ich bin auch dafür, dass Palästina befreit wird. Aber ich kann das nicht machen. Wolf, das schaffen nicht mal die Israelis mit ihren Waffen, mit ihren Panzern, mit ihren Bomben, mit ihrer Atombombe. Die Israelis haben zum Glück diese Waffen, um sich gegen diesen brutalen Mordangriff auf Israel zu verteidigen. Und ich bin froh darüber. Aber besiegen können die Hamas nie im Leben. Das geht gar nicht. Das passt gar nicht zusammen. Die Hamas kann nur besiegt werden von den Palästinensern selber. Das würde ich, so gut ich kann, dem Kind erklären, dass die Palästinenser endlich die Chance haben müssen, sich gegen ihre schlimmsten Unterdrücker zu wehren, gegen die Terroristen der Hamas, der Moslembrüder, das sind ja die Moslembrüder. Und wenn die arabischen Staaten ihnen dabei sogar noch helfen, dann gibt es vielleicht eine Chance, dass die Hamas besiegt wird. Und deswegen singe ich mein Lied Ermutigung, natürlich für meine Freunde in Israel, die sich verteidigen. Unter uns gesagt, die meisten meiner Freunde in Israel leiden nicht sehr unter diesem ganzen Krieg, der jetzt stattfindet. Denn die haben einen großen Vorteil, sie sind schon tot. Aber ein paar leben noch. Und für die singe ich die Ermutigung. Aber das ist doch klar. Ich komme doch nicht hier nach Berlin, um euch mitzuteilen, dass ich kein Antisemit bin und dass ich für Israel bin und alles das. Das ahntet ihr schon dunkel. Sondern ich singe das Lied Ermutigung für die Palästinenser, damit sie endlich lernen, sich selbst zu befreien und nicht immer wie die unmündigen Kinder gepampert werden von den Leuten, die schlechtes Gewissen haben in Europa und Geld bezahlen für sie. Und für die arabischen Staaten, die schlechtes Gewissen haben und Geld bezahlen für sie. Und sie alimentieren und sie im Grunde entmündigen. Die müssen endlich, wie Kant es sagt, sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich, und brechen ab sogleich.
lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid.